Ja, guten Tag. Begrüße euch zu einem weiteren Video. Ich nehme euch mal ein bisschen mit heute bei hier beim Hochwasserrückhaltebecken Bärenbruchgraben. Den Müll nehme ich gleich auf dem Rückweg da raus. Hallo. Jo, hier haben wir eine Hundeschule. Ja, das ist der Bärenbruchgraben hier. Fließt auch. Jetzt, zu dieser Jahreszeit, sieht zwar nicht so aus, aber doch, das Wasser bewegt sich. Man sieht Eis. Aber es ist ein wunderschöner Tag heute, wirklich richtig schön. Keine Wolke am Himmel. Da hinten die grünen Rohre, das ist der Pumpwerkauslass vom Pumpwerk Oespeler Bach. Ich war ja hier auch schon mal, ne? Aber diesmal gehe ich von einer anderen Richtung aus. Sonst war ich immer da hinten auf der Seite, wo die Rohre sind. Weil hier gibt es nämlich auch schön was zu sehen. Später noch. Auch Kurioses, das kann ich schon versprechen. Ja, hier ist immer viel los. Na, da kam ja gerade schon die junge Dame entgegen mit dem Hund. Da hinten geht die nächste. Und das werden auch nicht die einzigen bleiben heute. Also hier ist immer reger gastige Betrieb. Warum auch nicht? Ich meine, besser geht es ja gar nicht, ne? Also. Ja, meine Freundin Anja hat sich auch schon gefragt, warum wohl da diese drei Treppenstufen sind, wofür. Ich konnte es ihr nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Oh, was für ein Glück, es pumpt gerade. Seht ihr das?
Hallo. Hier kann man ganz gut sehen, wie das Wasser hier fließt vom Ehrenbruchgraben. Da von rechts kommt der größere, der Rossbach. Das ist, wie gesagt, das Wasser des Öspeler Bachs, das da rausgeschossen kommt. Und so fließen die drei Bäche hier zusammen. Der Bach macht echt einen guten Eindruck. Natürlich, klar, da hängt auch wieder das Zeug in den Büschen. Ist ja klar, ne? Wenn die Kanalisationsüberlaufbecken abschlagen, dann ist das eben so. Dann entleert sich natürlich auch dieser ganze Wie immer, das kennen wir ja schon, ne? Da kommt der ganze Klopapier, Präservative, Damenbinden etc., Feuchttücher und so dann da raus. Jede Menge Toilettenpapier. Das bleibt dann eben hier hängen. Überall. Ich weiß gar nicht, das nächste Überlaufbecken ist da ganz hinten irgendwo beim Schmächtingsbach noch. Da ist doch, der heißt der Rossbach-Oberlauf noch anders. Hier gut, das Pumpwerk. Da ist auch gleichzeitig ein Abwasserpumpwerk. Das pumpt natürlich nicht hier rein. Aber klar, wenn es mal richtig da regnet, kann auch sein, dass dann da von hier vom Pumpwerk auch ein bisschen was reinkommt. Bla bla bla. Krass, dass man sich vorstellt, dass dieses riesengroße Becken hier mal rappelvoll gewesen ist und das dahinterliegende auch noch. Als da, wann war es, 2008 glaube ich, die Hochwasserpumpen ausgefallen sind und nur noch eine arbeitete. Da ist nämlich hier alles unter Wasser gewesen, die Becken waren so voll bis oben hin. Und da die ganzen tiefer liegenden Menschen in da. Seht ihr, ich wollte es nur noch mal sagen, hier ist also wie gesagt eine beliebte Strecke. Ja, was, ich war noch nicht fertig. Also da sind die Keller und alles vollgelaufen, auch Geschäfte. Katastrophe natürlich. Damals war die Emscher ja noch nicht renaturiert. Beziehungsweise war noch nicht abwasserfrei. Könnt ihr euch ja vorstellen, was das für Fluten dann gewesen sind, ne, die da hochgestiegen sind. Ja. Guckt euch dieses riesige Becken mal an hier. Voll bis oben, übergelaufen. Das muss man sich mal vorstellen. Oh, da oben ist er. Guter Vogel. Schiff. Ja. Da vorne seht ihr das Rohr. Das ist, wenn der Bach voll ist. Dann ist da auch ein Notablass für den Bach. Der kann dann hier reinfließen lassen. Das überschüssige Wasser. Und hier kann sich das dann stauen. Also es ist ja miteinander verbunden, der ganze Bereich hier. Ne? Wird dann also sozusagen, das Wasser wird gespeichert. Wenn das dann im Bach hinterher wieder runter geht, unterhalb von diesem Auslass, kann es wieder zurückfließen. Das ist ja der Sinn eines Hochwasserrückhaltebeckens. Dasselbe Prozedur gilt dann auch für Regenrückhaltebecken eigentlich. Dahinter sind noch weitere Becken. Vor der
Brücke da hinten, also nicht der Bachbrücke, sondern da hinten der großen Autobahnbrücke, ist auf der linken Seite noch ein ganz großes, weiteres Becken. Da fließt der Bach dann allerdings auch so ein bisschen durch. Kann er sich auch noch ausbreiten. Wo ist denn hier überhaupt dieser? Ja, die Tor ist da vorne. Ja, ich glaube, da kann man jetzt nicht sehen, ist alles zugewuchert. Und hinter der Autobahnbrücke ist auch noch Platz für den Bach. Und war jetzt überall, wirklich fast überall, diese Kanalisationsentlastungsbecken gebaut werden, ist das echt unwahrscheinlich, dass hier nochmal alles voll wird. Selbst wenn es so regnen würde wie im Juli 2021, dürfte das eigentlich nicht mehr passieren. Dafür wurden jetzt schon so viele neue Rückhaltemöglichkeiten geschaffen. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Wegverbindung ins Wohngebiet. Hier seht ihr, ist auch noch mal so ein ganz großes. Ach guck mal, der weiße Kollege, der war gestern auch schon da. Gebiet, wo das bei höherem Wasserstand, wo sich der Bach hier ausbreiten kann und bietet dann natürlich den Lebewesen da schön, vor allem den Amphibien, schön gut Platz. Ist noch so eine kleine Art Aussichtsplattform. Aber heute ist sogar erstaunlich wenig los. Finde ich gut. Dimensionen. Ja, noch was zu den Zäunen. Hier seht ihr ja auch. Dieses, was ich gerade gezeigt habe, das Becken ist ja eingezäunt. Natürlich, klar, also ich meine, ist einfach so, ne? Ist ja auch ist ja alles Tinnef. Jetzt den ganzen Wald hier einzäunen, aber es wäre ein leichtes, ne? So, und jetzt mal Tacheles.
Kinder gehen hier nicht mehr spazieren heutzutage oder treiben sich hier rum. Die machen andere Sachen. Wir haben das früher gemacht als Kinder. Wir sind draußen rumgespielt. Wir hatten auch kein Internet. So, und jeder erwachsene Mensch ist clever genug und weiß, wann er sich bei was für Wetter hier in Gefahr begibt. Und hat auch eine Selbstverantwortung und auch ein gewisses Maß an Intelligenz. Deswegen sollen wir mal echt mal aufhören, uns alle hier für blöd zu verkaufen und zu sagen, irgendwie, wir sind nicht in der Lage, aufzupassen, wo wir hingehen und uns ins Gefahr zu bringen vor meterhohen Flutwellen und so ein Schwachsinn. Da hält sich nämlich sowieso keiner dran. Die Leute gehen hier spazieren fertig, weil sie Lust haben. Und das wird ihnen auch keiner verbieten können. Ja? Ein bisschen mehr so, ja, einfach mal, wann ist denn in den letzten Jahren mal was passiert? Passiert doch nichts. Ist doch Quatsch alles. So, jetzt sind wir hier im Olleroh. Das ist ein Waldgebiet, Park, aber wir haben hier auch einen verlassenen Friedhof. So, seit 1980 ist der aufgegeben worden. Hier sind Kriegsgräber, Gefallene 1918, 1916, 45, Zweiter Weltkrieg, 45, 18. Und überall stehen noch die Grabsteine. Da vorne auch so ein großer. Das war ein ehemaliger evangelischer Friedhof. Evangelischer Friedhof Marten. Dortmund Marten Stadtteil. Die letzten wurden hier 1979 beerdigt. Überall findet man noch so
verstreut. Grabsteine. Hier dein Unterholz vorne. War schon irgendwie ziemlich strange. Hier war sogar mal ein Sportplatz. Vorne irgendwo. Oder da. Der musste aber der. Nee, ich meine da hinten. Da irgendwie. Der musste dem Zubringer da weichen von der Autobahn oder von der Verbindungsstraße. Quasi die Wahl, entweder da oder hier. Da seht ihr das Gitter? Und alles, was da vor allem dran hängt. Also ich korrigiere mich, das läuft nicht aus dem Rossbach, aus dem sauberen Bach in das Becken hier rein. Das dürfte der Auslauf vom unterirdischen Kanal sein. Wenn der voll ist, geht das dann hier rein. Das stark verdünnte, nicht mehr klärpflichtige Abwasser. Ja. So viel Dreck und Papier und was nicht alles dürfte eigentlich nicht aus dem Bach kommen. Ich habe da auch nicht wirklich ein Ableitungsbauwerk oder ein Rohr gesehen vom Forstbach. Also wie gesagt, das muss da in den Abwasserkanal gehen. Der füllt das Ding hier. Geht auch wieder jemand. Wie gesagt, das wird sich nicht verhindern lassen. Die Leute finden immer einen Weg. Und wenn die Zäune kaputt schneiden, die machen alles, um hier lang gehen zu können. Die lassen sich das nicht mehr nehmen. Da sieht man auch noch mal so alten Grabstein. Ist um 1888 gestorben oder so, steht da glaube ich drauf. Kinder sollen ja auch irgendwie begraben worden sein. Sind wohl damals an Masern gestorben. Vogel, habt ihr den gesehen?
Hier haben wir auch noch was Feines. Hier ist ein Schacht mit Deckel, der nicht nur einfach zugeschraubt wurde, da wurde noch zusätzlich ein Schloss drum gemacht. Richtig. Richtig safe sozusagen. Da ist auch der Zaun total im Arsch, beschädigt oder kaputt gemacht worden. Ja. Der Trampelpfad spricht für sich, würde ich sagen. Ne? Ganz ab zu Beginn des Videos, da war auch ein Tor, das haben sie auch per Schloss verschlossen, damit man das nicht mehr mit diesem, ja, ich sag mal, wir wissen ja alle, mit was für einem Schlüssel man die Dinger aufbekommt, ne? Aber hängt natürlich ein Schloss davor, geht das nicht mehr so ohne weiteres. So, was machen die? Dann machen sie alle, machen sie den Zaun eben kaputt. Wie gesagt, die lassen, die Leute wollen hier lang. Und es ist ja nicht nur hier so, ne? Ich könnte jetzt zig weitere Becken dieser Art nennen. Und überall sind die Leute, überall. Mal mehr, mal weniger. Ja, gut. Ich bin jetzt hier wieder auf dem Rückweg. Ich hole gleich nur noch das blaue Plastikgedöns da raus, was das war. Oh, was für ein schönes Häuschen, meine Fresse. So, ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.